Als wir angekommen sind, waren die Ackerflächen rund um den Serengeti-Park und der Serengeti-Park selbst überflutet. Im Schnitt 45 Zentimeter, teilweise auch bis zu einem Meter tief. Wir sind dann am 28. Dezember hier angekommen, haben abends mit den Pumparbeiten begonnen und sind eben dabei, jetzt die Flächen leer zu pumpen. Die Silvesternacht sieht folgendermaßen aus. Wir bekommen später eine personelle Ablöse von dem Fachzug WP aus Rheinland-Pfalz. Werden die Einsatzstelle übergeben. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen sind dann hier vor Ort und betreuen die Einsatzstelle weiter. Und wir sind dann von der Feuerwehr eingeladen worden, heute Abend mit denen gemeinsam Silvester zu verbringen. Ja, also die Helfer sind hoch motiviert, sind froh, dass sie helfen können. Nach dem Aufbau ist es im WP-Einsatz so, dass die Helfer die Pumpen betreuen. Das heißt, der Personaleinsatz, der stattfindet, ist eher gering. Und der Rest der Mannschaft hat dann etwas Ruhe. Die Ruhe haben die Helfer hier aufgrund der besonderen Situation genutzt und der Angebote der Parkbetreiber, sich die Tiere einfach mal anzuschauen und dort einfach helfend auch zur Hand zu gehen, wo Hilfe noch notwendig war.